So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Train Station Renovation. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Es hat sich keiner darüber von euch beschwert, wann denn die nächste Folge kam, nachdem jetzt ja eine längere Pause war, die sozusagen urlaubsbedingt war. Keiner hat was geschrieben, ja, warum kam halt keine Folge Train Station Renovation. Ich glaube, das zeigt einfach nur, wie irrelevant das dieses Spiel auf meinem Kanal ist. Aber jetzt geht's weiter in das vorläufig letzte Level, denn es gibt ja was Neues zu dem Spiel. Es wird am 1. Oktober aus dem Early Access bei Steam rausfallen und das bedeutet, dass da anscheinend dann die Vollversion rauskommt. Und hiermit versprochen neue Karten, also neue Szenarien, neue Züge, Optimierungen, Übersetzungen korrigiert, neue Sachen, die man im Store kaufen kann, also neue Möbel und so weiter und so. Bin ich mal gespannt. Also das wird hier wahrscheinlich nicht die letzte Folge werden, sondern es wird dann irgendwann nochmal weitergehen. Ja, aber geht's erstmal ins... Halt, Moment, kann ich eigentlich hier Dings noch tauschen? 3 Sterne, geht da noch was? Nö. Geht nicht. Na gut, egal. Es soll uns nicht weiter davon abhalten, jetzt in das letzte Level reinzugehen. Und ja, der Eigentümer der vorherigen Station war mit unserer Arbeit zufrieden und beschloss, unser Unternehmen zu beauftragen, um die neue Station, in der Bauarbeiten gerade abgeschlossen wurden, fertigzustellen. Wir müssen die fehlenden Bahnelemente, deren Teil der Eigentümer für uns vorbereitet hat, sie sind auf Paletten und Regalen zu finden, aufstellen, den gesamten Bahnhof und die oberen Teil und die im oberen Teil befindlichen Shops ausstatten. Oh, das kann jetzt wahrscheinlich lange dauern, aber ab dafür. Repariere den Bahnhof in die Kiste, setze Zeichen, montiere die Tafel, demontiere das Gerüst, rüste den Bahnhof aus. Oh yeah. Übrigens haben sich die Entwickler von dem Spiel unter einem meiner Videos einen Kommentar hinterlassen, wo sie sich bedankt haben für meine Inhalte und sie haben auch geschrieben, wo ich enttäuscht oder wo ich, was ist denn das hier, das Schild? Wo, also was ich hätte besser gemacht oder besser machen würde, habe ich halt gesagt hier, naja, in dem Drehscheiben-Level wäre das cool gewesen, wenn man die Bahn gefahren hätte. Öffnet die Kisten, machen wir einfach mal. Oh, das ist ein riesen Bahnhof hier, alter Falter. Da müssen wir erstmal eine kleinen Umflug wieder machen. Hier stehen sogar Züge drin. Kann man die irgendwie identifizieren? Das Spiel kommt aus Polen. Das könnte hier so ein Pesa Dart sein. Das sieht aus wie eine Vectron. Siemens Vectron. So ein bisschen. Natürlich auch hier so eine Sache, was ich auch gesagt habe. Das ist alles ein bisschen leblos. Hier ist passiert einfach in der Umgebung nichts. Also hier könnten ruhig mal ein paar Autos fahren. Oder irgendwie mal ein paar Vögel. Oder ein bisschen abwechslungsreich gestaltet. Wirkt alles so ein bisschen steril noch auf mich. Aber wie gesagt, die Programmierer, da kommt dann, was war's hier? Nach Level 10. Ja, das kann man auch machen. Wo auch immer das ist, Level 10. Level 10 Hauptbahnhof. Hier ist ein Infostand. Ich meine, klar, auf einem Bahnhof, der im Bau ist, dass da keine Passagiere rumlaufen, aber wenigstens irgendwie da hinten, wo die Brücke ist, irgendwie mal ein paar Autos oder sowas. Wir müssen bestimmt in den Zug rein und irgendwas reparieren. Nö, der sieht ganz aus. Da hinten keinen Müll hinschmeißen. Vor allem ganz wichtig, Rauchen verboten. Das wird ja auch immer sehr gerne ignoriert. Hier ist ein Kaffeeladen, da hinten ist ein Gerüst. Schon ein cooler Bahnhof. Rolltreppen funktionieren, cool. Hat ein bisschen was von Hamburg Hauptbahnhof, ne, eigentlich? Aus der Perspektive, aber es ist hier ein Kopfbahnhof. Hamburg ist ja, der ist ja durchgehend. So, öffnet die Kisten, wo sind denn die? Hallo, kann man hier rein? Hier ist wirklich alles leer. Ach du Scheiße. Hoffentlich reicht unser Geld dafür,
hier irgendwas zu machen. Ich glaube, das wird ja eine Ausrüstungsorgie. Warum komme ich hier nicht raus? Und warum stehen da draußen Schränke? Da schweben Schränke umher. Ist das ein Bug? Gott, ich muss hier richtig in jedem Laden. Ach du heilige Scheiße. Ach du große Güte. Oh nee. Boah. Ich glaube, bis wir daher fertig sind, da ist der 1. Oktober gekommen und wir können direkt dann mit der. Kann sogar Rolltreppen falsch langlaufen. Das sind der 1. Oktober durch und wir können hier direkt mit der Vollversion weiterspielen, aber werden wir eigentlich auch machen. Ja, Spiele gekauft haben. Wo sind jetzt diese ominösen Kisten hier? Bin ich blind oder was? Habt ihr die schon gesehen? Schreibt es in die Kommentare. Achso, macht ja gar keinen Sinn. Hier bin ich reingekommen. Sind hier Kisten im Müll? Nee. Kisten warte ich doch eigentlich draußen, wenn die angeliefert werden. Hier ist ein Auto. Aus wie ein Mercedes. Das Schild hier, das können wir mal mitnehmen. Obwohl, nee, dann suche ich das am Ende auch wieder. Das schmeißen wir mal hierher. Müssen wir dann wiederkommen. So, Kisten. In der Toilette? Nee, kann auch nicht sein. Da komme ich nicht raus, komischerweise. Haben wir das Level wieder kaputt gemacht? Nee, kann eigentlich auch nicht sein. Unten ist auch nichts. Wo soll denn das hier sein, bitte? Öffne die Kisten. Ja, aber wo? Oh, die Toilette müssen wir diesmal nicht ausstatten. Das ist ja auch schon mal positiv. Aber es ist. Hier sind keine Kisten. Was für Kisten soll ich denn bitte öffnen? Oder muss ich hier erstmal irgendwas ausstatten? An den Bahnsteig stehen Kisten mit Elementen. Hier hinten versteckt. Oder habe ich mit dem Flug gerade das Level wieder kaputt gemacht? Ist doch nicht. Ach, dort hinten. Oh. Zeug. Railroad Supply. So, was ist da jetzt drin? Hoffentlich irgendwas Krasses. Auch irgendwelche Signale, ey. Was ist denn das für ein Signal? Ist das nicht irgendwie. Guck mal, was hier hinten drin ist. Das ist irgendein Hauptsignal. Nee. Zusatzsignal. Was haben wir hier drin? Das ist so eine Abstandstafel. Abstand zum Hauptsignal. Ne? Hier so wie bei der Autobahnabfahrt oder beim Eisenbahnübergang hier. Das ist irgendwie 300. Ich weiß nicht, ob das 300 Meter sind, aber das ist hier 300. Also das wird immer weniger. Und dort hinten das mit dem X. Kann man das mal kurz sich angucken vielleicht? Moment, ihr wollt das doch bestimmt auch wissen, ha? Gucken wir jetzt nach. Was ist denn das? Ein Zusatzsignal? Zusatzsignal. Ist natürlich peinlich, dass ich als Open-TDD-Spieler mit Eisenbahn das nicht wisse. Es ist kein Zusatzsignal. Was ist denn das?
Vorsignal. Schutzsignal kann es nicht sein. Nebensignal. Ich, warte mal. Nebensignal. Ach so, das mit dem X, das ist eine Vorsignaltafel, eine weiße Tafel mit schwarzem Rand und zwei übereinander stehende, sich an der Spitze berührende schwarze Winkel. Kennzeichnung des Standorts eines Vorsignals. Und das ist der. Ach, das ist der Vorsignalbalken. Ach so, das ist nicht Hauptsignal, das ist Vorsignalbalken. Eine hohe rechteckige weiße Tafel mit einem oder mehreren schwarzen nach rechts steigenden Streifen. Die Anzahl der Streifen in der Fahrtrichtung ab. Hat das was mit Vorsignalen zu tun? Ah, ich dachte, das wäre irgendwie... Ja, gut. Gut, hätten wir das geklärt. Also gibt es anscheinend hier nur, Dings. Muss ich denn das jetzt? Ich soll Zeichen setzen. Ja, mache ich sehr gerne. Zeichen gegen was? Gegen... Corona oder sowas? Oder wie ist das jetzt gemeint? Nee, Quatsch. So, zack, einmal hier hochspringen. Was war denn springen? Achso, das. So, ich sehe schon, ich muss jedes Signal einzeln ansacken. Cool, hat da auch wirklich... Oh, hängt das jetzt hier fest? Dann raste ich dezent aus. Ja, kann man das hier rausglitschen? Müssen wir halt ein anderes nehmen. So, muss das hin, dorthin. Das steht in der anderen Richtung. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, wenn das eine Vorsignalerwartungstafel ist, dass es in der Richtung steht. Aber ja, gut. Vielleicht haben die Spielentwickler genauso wenig Ahnung von Eisenbahnsignalen wie ich hier. 22 Bänke und Stühle muss man dann bauen. Ey, ach du Scheiße. Das ist richtig das heftige Level, obwohl man eigentlich bei einem End-Level, beim letzten Level ja sonst was erwartet. Irgendwie ein High-End-Endboss. Mal los, spring dort hoch. Wir meinen schon 4% geschafft. So, können wir das Ding jetzt hier rausglitschen. Ja, sehr gut. Ich dachte schon, das Level war irgendwie verloren gewesen. Das wäre dann nämlich richtig ärgerlich. So, verschwinden die Kisten jetzt? Oder muss ich die kleinen hacken, wenn die Signale alle raus sind? Weil habe ich unten schon 50% Müll eingesammelt, hä? Ich weiß, achso, vielleicht die Backspace, Objekt, was? Kann ich das mit der Axt klein hacken? Ach, keine Ahnung. Bleiben die Kisten halt dort stehen. Mir doch vollkommen Wurst. So,